Herzlich willkommen zu einem neuen Divide. Ich trage ganz andere Kleidung als beim letzten Mal, denkt ihr bestimmt. Ja, das liegt daran, dass es schon sehr lange her ist, dass ich das letzte Divide aufgenommen habe. Ich hoffe, ich weiß noch, wie das geht. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe am Freitag, den 13. November 2015, ein Video über die 5 besten Jason-Filme gemacht. Und ich dachte mir, ich mache heute das Gegenteil. Aber Daniel, warum machst du das in einem Divide und nicht in einem Top-5-Video? Das liegt daran, dass es hier nicht wirklich 5 Filme gibt, bei denen ich sagen würde, die sind so grottenschlecht, dass sie es verdienen, in eine Liste mit den 5 schlechtesten Jason-Filmen zu kommen. Es gibt nur 2 Filme, die ich richtig scheiße finde und ein paar Filme, bei denen mich ein bisschen was gestört hat, die ich jetzt aber nicht als schlecht kennzeichnen würde. Dann kommen wir doch gleich mal zur Sache. Freitag der 13. Teil 4, The Final Chapter. Der Film ist an sich eigentlich gar nicht schlecht. Es war nur ein kleiner Junge in dem Film drin. Der ging mir in etwa so derbe auf die Eier wie Carl in den ersten paar Staffeln von The Walking Dead. Und abgesehen von dem kleinen Jungen ist der Film eigentlich ganz cool. Freitag der 13. Part 5, A New Beginning. Hat mir gar nicht gefallen, aber er ist keiner von den 2 Filmen, die ich grottenschlecht fand. Ich finde, der Film, man kann ihn sich angucken, aber es fühlt sich falsch an, ihn gut zu finden. Weil Jason in Teil 4 gestorben ist, Spoiler, und in Teil 5 haben sie dann einfach beschlossen, dass sie doch jemand anderen nehmen können. Einfach irgendeinen random Guy und der zieht dann die Jason-Maske an und läuft rum und tötet Leute. Es war halt nicht wirklich ein Freitag der 13. Slayson-Film. Ein Slayson-Film. Es war halt nicht wirklich ein Jason-Film. Freitag der 13. Part 8. Jason Takes Manhattan. Das ist der hier. Aber ja, Teil 8 ist im Prinzip auch nicht schlecht. Es geht mir nur ein bisschen um diesen Titel Jason Takes Manhattan. Und auf dem Filmplakat sieht man Jason in Manhattan. Und man denkt, oh mein Gott, der ganze Film, er wird in Manhattan sein, in New York. Er wird am Times Square Leute aufschlitzen. 2 Sachen, die mich daran stören. Erstens, Jason passt einfach nicht in die Großstadt. Das ist nicht sein Revier. Das ist so ein bisschen wie am Ende vom 2. Nightmare on Elm Street Film, als sie Freddy durch eine Poolparty rennen lassen haben und er rumrennt und, oh, alle, tut mal ein bisschen so, als wärt ihr erschreckt und so. Das hat einfach nicht gepasst, weil Freddy einer ist, der einzeln Leute tötet. Wie Jason im Prinzip auch. Abgesehen von der Rave-Party bei Freddy vs. Jason. Aber sonst tötet er die Leute immer einzeln. Noch ein guter Vergleich. Das ist wie bei Predator 2. Im ersten Teil Predator super im Dschungel und passt perfekt. Und im zweiten Teil haben sie die in einer Großstadt. Ich fand das einfach so dumm und scheiße. Das passt nicht! Der zweite Punkt ist eigentlich ein Minus für den Film. Aber gleichzeitig hebelt es den ersten Punkt ein bisschen aus, denn der Film spielt zum großen Teil gar nicht in Manhattan, sondern auf einem Schiff, das nach Manhattan fährt. Es ist so ein bisschen irrefühlend, der Titel, weil eigentlich soll es heißen, Jason takes a boat trip to Manhattan oder so. Wir hätten hier die 2 Filme, die ich wirklich scheiße finde, mit denen ich mich absolut nicht anfreunden kann. Einmal Jason Goes to Hell und einmal Jason X. Fangen wir mit Jason Goes to Hell an. Man muss dazu sagen, die beiden Filme sind von New Line Cinema. Alle anderen davor waren von Paramount Pictures und dann haben Paramount die Rechte an New Line Cinema verkauft, weil New Line Cinema Freddy hatte und die wollten Freddy vs. Jason machen, aber das ging irgendwie nicht, wenn beide bei verschiedenen Studios waren. So ein bisschen wie man es heutzutage hat mit den Marvel-Superhelden. Auf jeden Fall hat Paramount die Rechte an New Line Cinema verkauft und dann kamen diese beiden Filme raus. Der hier sollte quasi so ein bisschen Freddy vs. Jason einleiten, denn am Schluss ist Freddys Hand aufgetaucht und hat Jasons Maske gepackt. Aber der Film war richtig scheiße. Es ist nämlich so, dass Jason am Anfang in eine Falle gelockt wird vom Militär, dann untersuchen sie seine Leiche und aus irgendeinem Grund fängt der Gerichtsmediziner an, Jasons Herz zu fressen, wird von Jason besessen und dann rennt der Gerichtsmediziner rum und tötet Leute. Und irgendwie steckt sich das dann an und dann sind immer wieder andere Leute von Jason besessen und die töten dann Leute. Warum? Dann haben sie noch so eine blöde Schwester erfunden, die es davor nie gab. Warum auch nicht? Das total hirnlos. Dann Jason X. Was ist an dem Film denn scheiße? Zugegeben, es gibt ein paar coole Kills. Zum Beispiel, als er den Kopf einer Forscherin einfriert und dann auf einen Tisch schlägt, dass dieser platzt. Aber größtenteils ist der Film scheiße. Der Film wird groß beworben mit Jason X. Und man sieht ihn auf dem Plakat mit seinem Jason X komischen Roboteranzug-Dingens. Und diesen Anzug hat er ganz am Schluss vom Film für 10 oder 15 Minuten. Der ist davor die ganze Zeit in seinem anderen hässlichen Outfit rumgerannt. Falls ihr aber mit den Filmen anfangen wollt und ihr nicht wisst, welche Filme ihr euch am besten anschauen sollt, dann schaut doch mal in Top 5 zu den besten Jason-Filmen. Oder darunter den Star Wars-Tag auf Information. Der ist richtig cool geworden. Dankeschön fürs Zuschauen. Das waren die schlechtesten Jason-Filme. Tschüss!